Hast du keine Lust, kann dazu, wüsst wie kann dazu? Ich bin die Angela. Stimmt, du liegst da. Ja, ich weiß. Wenn du mich für einen Tele setzt, ich kann pinchen. Ja, ich pinche. Ich könnte zum Beispiel gesagt, ich will ewig am Zoom. Ich bin nicht Freundinnen. Und dann habe ich mir gedacht, ich war verliebt. Ich war richtig verliebt. Es sind nicht die schwule Premier, es sind Premier und ich bin schwul. Ich bin gerne mal gekehrt. Dein Tim Cook gibt gerne eine Stunde, mit dem ich Kaffee trinke. Okay, krass. Was soll denn dann? Oh, das geht nicht schnell. Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Bosseler und ich bin heute Mann. Philipp Überich und heute haben wir den meist gewünschten Gast. Hi bei uns, unser Premier, der Xavier Bettel. Vielen, merci für die Zeit. Vielmals merci. Herr Biber, ich habe mich zu dick geschneidert daran erinnert, dass sie mich schon 56 Mal gefreut hat und dass sie noch immer keine positive Antwort hätte, wenn ich mich mit dem versprach. Ich gebe aber kommen. Aber wir hatten extra so ein so auf Instagram so eine Werbekampagne, wo 200 Leute kommentiert hatten, die ich getaggt hatte. Das war zu dick, ich war durchgegangen. Also das war... Ja. Wir wissen, der sind ein vielbeschäftigter Mann, die kommen auch gerade aus der Schaumbar. Wir würden gerne wissen, wie geht es dir? Geht mal gut, sie voller Energie. Ich war letzte Woche in Amerika. Ich war heute an der Chambre, Donnerstag Konzert Europäer zu Brüssel, an der Freitag, Montag schon zu Brüssel, und dazwischen an einem Weekend. Und da geht es weiter. Geht das nicht heute zu viel? Nö. Nee? Ich brauche das. Okay. Ich brauche das. Ich bin schon fried mit der Arbeit. Ich bin auch an der Vakanz. Mein Mann geht immer geckig, weil ich Kontakte immens gerne und dann schwätze gerne mit den Leuten. Ich arbeite gerne, dann, wenn wir dann eine Stunde bei der Schwemme sind, haben schon längst beim Nutzbar gespielt oder rechts beim Nutzbar gespielt. Dann sagt er immer, können wir nicht einfach zu zwei für dich bleiben? Und dann merke ich, dass ich dann mehr ruhig soll. Wie geht das konkret? Ja, voilà. So, weil das ist aber so viel, dass ihr da nicht einmal so Burnout, so das Risiko angeht. Habt ihr da mit der Zeit Sachen gelernt, wie ihr damit umgeht? Also muss ich mit dem Stress umgehen können, weil auch mit den Attacken, und dafür sind noch ganz ehrlich mit euch, als wichtig, dass ich daheim habe, wo ich weiß, dass ich Unterstützung habe. Mhm. Weil, wie man es kennengelernt hat, wo ich statt der Chef bin, wo ich wieder am Meister nach Premier. Und immer in den du hast, wenn. Weißt du, am Anfang, dass wir steht vor einem süßen Wunsch an einer Kuppel, so die Schöller zu haben, wo heißt, du musst direkt Komfort holen. Dauer zu fangen, wenn ich muss schwätzen, dann eben Mundstück, wenn ich einen Rotschlag brauche. Und dann hast du, wo ich mir gut die Chance habe, 15 Jahre zusammen zu sein, und einen Partner zu holen, den für all die Flottmomente da war, noch für die schlechten Momente können wir dem zu sehen. Das ist wichtig. Und dann darf ich gerne hören. Also, wenn ich mich nicht gerne hören, dann hätte ich schon lange Burnout gemacht. Aber darf ich gerne hören, Fried zu mir abzustehen, sich auf dem Büro zu freuen. Fried, der ist all da. Ja, also ja, ich hatte noch keinen Moment, wo ich wirklich keine Lust hatte. Also, kann ich gar kommen. Ne? Mhm. Ich hatte immer schon zu wissen, also ich bin ein bisschen umgedreht durchgefangen. Normalerweise ist es ein Gemeindekonzert, da kann ich dann schon mal und dann, also in den Beruf, da geht den Gemeindekonzert, da kann ich dann schon mal schön alles umgedreht durchgefangen. Es ist für dich dann schon mal kommen, sie sind dann gemeinkommen und sind dann für kurz gehen. Alles auf der Kopf. Und, ich will gerne für kurz, ich will gerne. Schaffen an der Stadt, ich wollte sozial schaffen, das hat mir riesig Freude gemacht. Ich wollte immens gerne Bujamester, und Silo am 10. Jahr Premier, und schon habe immer die Energie, die Lust, für weiterzuführen. Okay, ja. Boah, komm mal, holen eine Gelegenheit für unsere Freunde noch merci zu sagen, dass wir uns immer unterstützt und schon dabei sind. Mir natürlich konkret Work-Life-Balance schwierig. Wir hatten noch ein, es ist noch ganz ehrlich, denn mein Gott, wir hatten noch eine Diskussion über Kanner. Und da hat der Gott immer gesagt, also, wir haben ein Projekt, gemeinsam ein Projekt, den wir könnten holen. Und ich habe just mal diskutiert, ich habe gesagt, weißt, wir haben agendasmäßig das ganz schwer. Und ich habe keine Lust, Kanner zu, just für Kanner zu holen. Wenn ich Kanner, wenn man Kanner kriegen, dann will ich so erzählen, ich will sie rausgehen. Und ich weiß ganz genau, dass agendasmäßig nicht abgeht. Das ist die Welt, gell? Ich wollt. Ganz am Anfang von unserer Beziehung, von der Sujet. Wohin ein echter Kanner gerne gehabt hat. Und wo ich einfach gesagt habe, also, das ist schwer. Schön, aber Patrick Agedelscher, die ich dann ganz viel verwende, dann auch ein Nies, wo ich auch gucke, Zeit zu fangen. Ich hätte nicht gerne gehabt, Kanner, wo ich dann am Anfang so ein droite Visite organisiert hätte, weil ich also so sein
ein Nunu gehabt hat, die sich um die Education von den Kanner gekümmert hat. Schwarz von Kanner ist eben noch der schwarze Wissen, dass er ein Leben muss haben. Ich bin an der Woche sind wir vielleicht einen Tag daheim. Und das tut mir so aminagiert, weil wir alle koppeln, ja, das muss ich auch zugeben, wir alle koppeln. Es gibt auch Momente, wo es mich schwer ist, wo man zusammen anfangen, mit den Nägeln leben, nicht zusammen. Und da ist es wichtig, dass ich da auch, da muss ich richtig gehen, das ist das meiste, dass ich immer vor, ob man so nur, wenn man ganz allein Tele gucken, also ganz allein, wo man Tele gucken, wo man dann eine Pizza bestellt oder ich nehme es kache. Es sind Momente, wo ich in, wo ihn probieren den Weekend zu, wo man dann heinz du zuerst zu zwei hingehen an da so wichtig Zeit zu managieren für zu zwei. Tisch du dich, du ganz so ganz klar Regeln gesagt. Ja, ja, wir haben Regeln gesagt, dass man mehr Zeit zusammen verbringen. Und dafür haben wir so einen Schnee, sonst das nur, wenn ich mit meinem Mann viel gesehen habe. Wenn ich dann auch keine Selbstanstatt sehe, dann sehen wir es nicht. Und das war ein Zeitchen, da sind ich mal auf das Heim gekommen, da hätte ich schon geschlafen, sind mal fortgegangen, da war nach dem Bett. Oder, das war für Jahre. Und du hast einfach gesagt, ich muss ein bisschen mehr Zeit zusammen haben. Und wie gesagt, du Weekend, man hast du so City-Trippen. Oder hast du einfach ein kleines Weekend? Das kann auch zu Kleve sein. Wir wohnen zu Kleve am Hotel. Friedrich, was sitzt bei mir? Das war genial. Wir wohnen zu Kleve am Hotel. Ja. Und dann sind wir darstellen, gucken gegen Family of Men. Und das sind so flotte Momente. Und auch an der Woche. Muss ich Zeit holen. Also, ich verwende ein paar Sachen. Die erste Sache ist, an einer Koppel, ein Koppelbau, den oben, ein Koppel funktioniert einfach so, wenn ich nicht mal nicht schwätzt. An der Koppel muss eine Chance sein. Aber mein Papa hat immer meiner Mama gesagt, wenn ich bis Pension 100 mache, dann machen wir das. Mein Papa ist mir 10 Jahre gestorben. Schlager fort. Und dann habe ich mir gedacht, wenn nicht alles später, was du vielleicht nicht kannst machen, probier es loszumachen. Und dafür habe ich mir Zeit, so einen Moment zu verbringen. Dann. Das ist schwer, meinst du? Das ist schwer, aber das sind einfach flotte Momente. Ja. Wir haben eine Chance, dass wir eben noch an der Politik frin hun an nur am Ausland an du gut hier hast du heute ein Telefon da gesehen schon dass er fortlebt an Stufe oder an Küchen oder am Sommer dann am Garten das ist was und weißt man dass man diesen länger Frau oder Mann von einer Staatschefin in der fünften Staatschef dass du ein Telefon sieht haben wir ein bisschen geschwärzt über das tun nicht du und das wird genial das an hier noch Madame zu bannen das auch was wichtig das auch für sein Minimum zu weit weißt du aber an der Politik also ganz oft so ein bisschen an einem Turm wo ihn ganz oft einfach gefühlt hat, weil er diesen Conseil und gleich den ihn noch. Und das ist auch wichtig, wenn von einem zu den überhaupt nichts mit der Politik umhut, den Stoff interessiert, wenn er in der Politik schafft. Und dann ist mein engster Conseil, das ist dann mein Mann. Alles gut. Wo ich dann vorstelle. Ich bin drei froh, das war viel geschwart. Vier, erstens wollte ich wissen, das wirkt alles extrem rational, wie der dann nur beschreibt. Auf der anderen Seite kommt auch relativ sensibel, aber Hans River. Seht ihr am Anfang mehr ein Kopfmensch oder ein Herzmensch? Beides, das Ding schließt. Ich weiß, dass ich immens sensibel bin. Ich weiß, dass ich. Und das hilft auch in der Politik. Wenn ich für sozial schaffen dann, oder auch als Advokat, wenn ich da irgendjemandem helfen kann, tue ich Fried. Und in der Politik, wenn ich sozial schaffen wäre, ich habe es gemerkt für die Inklusion von an der Gebärdensprache, für die Accessibilität für Leute am Rollstuhl, Wundungen von für Leute, die sie wirklich gebracht haben. Das war alles ein Erfolg. Es ist wirklich hilfreich drüber, weil ich mal dafür so und halt dafür müsste eben noch auch Politik. Und dafür war die Intoleranz da ein riesiges Problem, weil ich dann einfach nicht verdrohen. Wir sind immens sensible Menschen, wenn ich mich für einen Tele setzt. Ich pinche. Ich weiß, so kann ich so pinchen. Und dann so rappen ich mich zusammen. Lass ich gehört, ein Gerät, das war immens ergreifend. Wo lief die EU-Krieg in der Ukraine, da war eine Ausstellung von Bilder von Kiew. Und da war ein Baby, den 3D-Jahr hat, den gestorben war, und andere von 15 Minuten, die just befreit genoss, den Tag von meinem Geburtstag. Und das war just kurz vor meinem Geburtstag, und ich habe gedacht, du fährst nur den 50, den du den Kant hört, weil er wusste, dass ein Kriegsmärchen kein 3D gelebt. Und dann ging es schon gut, war ganz normaler. Wie stünden die Bilder, die du gesehen hast, und du drüber gedacht hast, du hast keinen Ton mehr raus. Ich habe geschraubt, geschraubt. Freund war mich stark. Das heißt, die Herz aus einer Situation, wo sie mehr stark, also die Sensibilität mehr stark als wie der Kopf.
weil der Kap, ich kann doch nicht kämpfen. Das so so wissen mit den Gefühlen. Die können sich am Kap so in von der Kurve kriegt, und das versteht man schon ein Café kommt. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Sie ist aber traurig, weil das Herz mich stärker ist wie der Kap. Ja. Und da ist eben und sensibel. Ich glaube nicht, dass Leute total. Die Leute, die wenig sensibel sind, ich kann nicht. Ich bin extrem rational. Ich finde wirklich mal ganz viel diesbezüglich. Ich probiere noch immer ein bisschen zu kreischen. Könnte vielleicht irgendwann. Philipp, was ganz rational wirklich so. Ja, es ist noch rational. Der Dienst schließt dann nicht aus. Mit der Schüsse, wenn ich mache Politik, weil ich eben die Leute auch gerne tun. Und das ist mir nicht egal. Das ist mir nicht egal. Ich will zu. Wenn er sieht, wie weit der Mensch kann gehen, geht er auf Auschwitz. Wo dann noch nie da? Wenn er da sieht, dann sieht er Tor, die sieht Wallisen, die sieht Rollstuhl, die sieht Kratzen, die sieht Prothesen, die sieht. Boah! Da kann ich nicht mehr kreischen. Also, ich auf jeden Fall, wenn ich daran denke, wie zu wissen, wie weit der Mensch kann gehen. Ich meine, auch da gibt es Leute, die das mehr können, da persönlich wollen, und richtig verstehen und interpretieren. Andere, die sehen das mehr eben so, man denkt, gewissen Distanz. Mit den zwei, wisst ihr? Also, bei mir geht das dann eben zwei. Wisst ihr, ich habe den Reproche gemacht, ich habe mit Putin und mit Zelensky geschwätzt. Ich habe nicht mit dem Präsident Zelensky geschwätzt, weil er eine Person ist, mit der ich wirklich gut dienst. Und auch, schön, Herr Putin, kann, dann schon mit Herrn Putin echt eine Beziehung gehabt, wo ihn stark noch konnte. Und da finde ich den Mugruf. Ich habe zwei Wochen dann nicht gemacht. Und wie ich dann aber gemerkt habe, dass kein Resultat ist in den Job gehalten. Ich habe so schlecht Gewissen gehabt. Wenn ich nicht gemacht habe, weil ich mal gesagt habe, du hättest vielleicht können probieren und du hast es aber nicht gemacht. Wie hast du das genau am Anfang? Da habe ich mich gefreut, weil der Putin ist ja so eine Person, die so mehr groß ist. Das ist ja nicht nur ein Mensch. Also, wie viel dir ist, wenn dir so ein Uhr ruft? Viel dir ist auf einem namenlichen Niveau oder ist das so ein schwarzer Lummer, so wie ich mich par rapport zu ihm, wie viele? Ich finde, das ist auch ein Charakter, ich finde Respekt für einen Mensch. Ich finde, ich sehe ganz ruhig, was die Integration, wenn ich eine Wohnung fand, für sozial schwache Leute. Ich finde selbst Respekt für die Leute, wie für einen König oder wie einen Präsident. Das hat nicht gut geklappt. Die erste Kirche, wie ich auf Brüssel gegangen bin, muss ich so, wo ich ein bisschen impressioniert, weil da können die nach, wie nächsten Jahr am Klasse sein, können die ran, für diese Gemäppchen sind Dokumente, die sind die neuen Schüler, und die kennen dann Mensch, Angela Merkel, François Hollande, die kennen alle Leute von der Tele, also ich komme bei euch, und so, und hallo, ich bin die Frau Merkel. Ja, ich weiß. Das sind die Zombies von Lützenburg. Das sind einfach schon so, wie die nächste Schule, da muss ich mich sitzen. Das ist der Platz. Und das ist der nächste Jahr, sind impressioniert. Das sind impressioniert. Denn der Fakt ist, dass in die Leute, wir sind alle Menschen. Ne? Weißt, auch von, ich bin so leid, wenn sie mich gesehen haben, sind sie ganz super. Wir sind alle Menschen. Das war. Das hört ja zu. Der Bill Gates, mit dem hat er Kontakt mit Tim Cook, weil er ja so sind. Wie hast du das, die dir mit den Leuten schweißen, du normal oder wie? Aber am Tim Cook wurde, so ist es ganz ehrlich, ich habe mir gesagt, ich bei Apple nur für Rendezvous zu kriegen. Ich habe gesagt, ja, wir müssen ja kein direkt und das. Ich sagte, ja, ich kann den Tim schon pro Jahren, den Tim Cook guckt, ich bin froh, wenn er Zeit hat oder bei Apple, dass wir nicht schlecht Kontakt mit ihm zu haben. Gut, mit dem Fall, Tim Cook gibt gerne eine Stunde mit dir Kaffee trinken. Die krass. Was soll denn dann? Das geht nicht schnell. Einfach den Echange. Einfach. Und das sind die Relationen, die noch bald. Aber wie ich zurückkomme, sind für mich, ich war froh, den Herr Cook zu sehen, weil wir einfach gute Kontakte haben, weil wir über alles diskutieren, ganz offen. Und auch beim Zunder oder beim Sergei, also beim Brin von Google. Das sind Leute, ich war. Meine Kippe hat dann nur gesehen, wie du warst. Ja, das Herr Gebring. Ja, aber die wissen ja nicht, wen das war. So, ich dachte, das ist die von Google. Ja, aber das. Für mich ist das immens wichtig. Das ist nicht das Lo. Ich bin immens froh, dass man fertig springt. Was geht hier nicht um mich? Es geht hier um Lützburg. Dass man fertig springt, tun aber, dass man als Lützburger Staat, wenn man bei Apple telefonieren, ob Cupertino, dass die so ein für Lützburg Premier wünscht, manchmal schon Zeit. Wenn du eine neue Wohnung heute zu Lützburg oder im Ausland von Tours an eine Garantie für die Lohne brauchst, dann ist Spurkäse der perfekte Partner für dich. Sie stellen dir so eine Garantie zu einem niedrigen Preis aus und du kriegst weiterhin Zinsen auf deine blockierten Suchen. Cool, da steht mein Traumwohnung hier, und nicht mehr am Weg. Wie sehen die Leute aus, oder das Herz von den Firmen? Wie sehen die aus?
Weil für mich wichtig ist, dass ich als Partner gesehen habe, dass ich kann doch Sachen halt machen, dass ich Sachen kann bauen, dass ich das mache potenziell und dass ich nicht mit Adler Wallis rumkomme. Google hat ein Sovereign Cloud, ich meine, die schafft die überall da auf Computer, tut die Quanti, die hat alle gute Cloud, die hat gut keine Ahnung, wo die Sachen sind. Für uns ist es doch wichtig, dass Heilo zum Beispiel für sensible Donne mit Pferdespringen endlich ein Sovereign Cloud zu Lützburg zu, für die sensible Donne, weil ein Premiere ist, und die konnte man mit Google auch noch schreiben, die ist nicht mit eidlen Händen zurückkommen. Und das ist das, was wichtig ist, dass sie wissen, dass sie bei uns Partner haben, auf denen sie sich können verlassen, Land mit Potenzial für können zu schaffen und dass sie dadurch auch attraktiv bleibt. Weil, wir sollen nie vergessen, wir wohnen im Land. Die meisten Leute tun total vergessen. Ich komme aus Amerika zurück, ein bald 30% von unserer Bevölkerung wohnt in Amerika. Ein Drittel von unserer Bevölkerung, weil wir hier nicht gesessen hätten, weil wir hier im Land wären. Die sind geflüchtet, die sind daheim gewesen, ökonomisch Flüchtlinge. Und man total vergisst. So, wen war das ungefähr? Am 19. Jahrhundert. Okay. Und die sind dahin gegangen, das tun wir total vergisst. Und du hast Arbeit kommen, du sind mit mir reich gehen, und du sind Banken, Service, und du die Quanti. Und die Leute kommen nicht dahin, wenn sie mit dir gucken, dann kommen wir zum ersten Schiff. Also rennt. Der Fakt ist, dass Fischer attraktiv zu bleiben, und dass Betriebe Vertrauen in den Stand hat. Du wolltest schon noch fragen, was für einen Einfluss hat das, dass dir eben mit Google, Apple und all den Firmen OpenAI also trefft, hat das einen Einfluss für euch Startup-Szene, eure Innovation hier im Land, aber ja, wie? Warte mal, ich muss direkt sehen, mir bringt das nicht. Es geht in Lützburg. Es geht darum, dass wir Pferde springen, hier zu Lützburg. Google kann hier auch Centre d'Excellence noch machen. Der Patron von Cisco hat hier mitgemacht, bei der Formation. Der Patron von PayPal hat den Schulmann und den Share auf der Uni finanziert. Das sind alles durch persönliche Kontakte, die man kriegt. Und ich schon eigentlich davon. Es geht darum, es ist ein bisschen Riesen da, wisst ihr? Es sind Riesen, auch wenn ich mit der Blue-Lut Riesen da sehe, ich bleibe aber Riesen da für Lützburg. Und der Bitte ist eben an andere Länder zu gehen und eben da Promotion für Lützburg zu machen, um zu gucken, dass wir weiter attraktiv bleiben, dass wir es auf der Karte tun. Und dass sie das für das Land machen, weil der Bitte ist, dass wir attraktiv bleiben. Also, und dass wir weiter wirtschaftlich auch au point sind. Gibt es da noch keine Leute, die dir so kennengelernt haben, oder so was? Oder hat ihr nie so viele Bilder oder in der Politik? Hat ihr das nie? Also, es klingt so ganz, ganz, ganz blöd. Ich bin als ganz junger Kerl, den Mitterrand, ich kann nur gelernt, den habe ich impressioniert, weil den hat geschwärzt. Aber auch ein paar Bayern, das hat mich damals impressioniert. Früher war Europa, ich freue mich nicht mehr, wer das war. Ich kann mich erinnern, als Kante, ich dachte, wow, den habe ich nie mehr kennengelernt, beruflich. Angela Merkel, Merkel hat ihn überall kannt, und ich kann mich erinnern, ihre Tante, sie hat mich für den Riesel invitiert nach Berlin. Ich komme da ran, zweite Stock, das ist der Lift, und hält sie mich zur Seite, sie sagt, hallo Herr Premierminister, und ich, hallo Frau Bundeskanzlerin. Ja, Sie können mich, ja, ich bin die Angela. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich so zurück bin. Ich bin der Xavier. Das war die erste Kehr, aber Angela zu Berlin. Das war sich schon impressioniert. Dann hat sie einfach schon ein bisschen Zitterer an den Knien. Das ist schon der Moment. Oder? Ja. Dann hat sie den Namen. Wir rufen als regelmäßig an. Ja, los. Heute Morgen hatte ich noch ein Gespräch mit Jean-Michel, mit dem bulgarischen Präsident, mit der finnischen Premierminister, die vor kurzem hat Lützburg war, Anna Marin, mit der estnischen Premierminister, mit dem tschechischen Premier, mit dem 90-jährigen Präsident. So ein Echange, den wir hatten, weil wir ein Konzert zu präparieren und den Übermorgen. Und das ist eben das, was flott ist. Auch die Kontakte an den anderen Regierungschefen, mit denen ich echangiere, die waren Konklusionen. Also die Vertrauensrelation und die Verständnis von dem anderen, das ist mega wichtig. Das Tolle ist doch. Ja. Und die Kontakte, die müssen abgebaut gehen. Aber das ist nicht für mich, davon habe ich gut gelernt. Nein, das ist wichtig für uns. Ja. Nur der finnische Premierminister zugeschaut. Ja. Der hat ja gesagt, sie gibt am liebsten mit ihr Party machen. Das war ein Klima, aber auch gleich hat er doch gesagt, ja, dann sag ich, das ist der Partyminister. Was hältst du dumm? Was ist das? Nein, das ist, ich liebe gerne. Mhm. Ich liebe gerne, und ich verstoppe nicht, dass ich gehe nicht viel auf den Tür, weil ich einfach viel Arbeit tun und da mit sind.
Mit dem, wo die erste Ruhe, wie die Sanna Marin Hai war, muss ich sagen, dass alle meine Heteros-Kollegen wollten den Tag mal an Versammlung kommen. Ich habe noch nie so viel Demande für Kollegen für Mathe dabei zu setzen. Warum ich nicht wie fährt. Ja, mit Sanna sagt, dass ich ganz leben, dass ich hat mal gesagt, ich komme einfach gerne beide so plötzlich, weil sie wählen nur in der nächsten Woche. Und hat er doch gemerkt. Und die Novent, die ich vor dem gestaltet habe, wo geht er auf den Tour? Das war gerade die Woche, wo die Erdbeben in der Türkei waren, wo Zehntausenden Leute gestorben sind. Das war wirklich nicht der Moment, wie dann Party zu machen, noch mit der Situation in der Ukraine. Wir hatten gerade den Konzert Europäer, wo wir da kommen sind. Und da sind sie, also, das war nicht der Böse. Wir haben es doch im Moment, schon ein Mann, der noch ein bisschen jung ist für ich, den das 6 Jahre jung für ich, und der geht auch nach Gern. Haben es auf den Tour, und haben es da ging es dann mit. Und ich kenne auch viele Männer raus, wie ich mich jung war, sind ich gerne auf dem Tour gegangen. Und Lohunsch, aber nicht oft. Was ist dein Lieblingsplatz hier heute, Lützburg Restaurant? Also, ich bin am Anfang am hängt auf, ich will Kehlen zum Beispiel. Kehlen mit Kollegen fand ich genial. Wenn ich da Kehlen spiele geht mit Kollegen, fand ich ganz flott. Ich bin an der Regierung, der Bauer stehen, also der Franz, ich kriege den längsten Bauer immer, ich kriege den nicht immer. An der Rietze Bauer kriege ich noch mehr. Also der Franz Bauer, wenn du guckst, ja, ich schön da nutzen. Weil, ich gehe gerne oben mit Kollegen, ich gehe gerne essen, ich gehe gerne ein paar trinken. Ich habe keinen Spezialplatz, wo ich so, das ist mein Lieblingsplatz. Das finde ich, weil die Leute sehen mich einfach just immer überall. Ich muss immer lachen, weil die Leute mal so, hey, du wusstest nicht du. So, nee, doch, ich habe dich gesehen. Also, ich wohne nicht du. Also, ich habe einfach gesagt, weißt du, wie ich so, nee. Ich könnte zum Beispiel gesagt, ich will ewig am Sommer. Ich werde vielleicht 8 oder 9 Mal da gewesen sein. Mein Mann war mir oft da. Mein Mann war, mit Leuten haben mich gesehen. Die Leute, also, wenn ich sowieso lauschen gehe, alles wird schon gemacht. Und ich meine, das ist vorhin 3 Mal geplündert, 6 Mal geschehen gehen. Da, also, das ist immer impressionant. Ich muss mich enttäuschen. Es sind Männer, es sind echt ein gut gelaunter Mensch, den, wenn ich auf einen Platz komme, gut laut mitbringe. Heinst du, wie lo der Party-Mensch am Sinn von Ramazamba. Vielleicht wieder ein Doppelgänger. Nee, mit das Witz, ich würde Leute gerne, wie ich zum Beispiel auf der Kavalkade zu dickrisch war. So Leute, heute ist das nächste zu dienen. Ja, das ist Sundes Mitte, ist schon auch eins. Und es hat mir Fried gemacht, das zu machen. Es hat mir Fried gemacht, das zu machen, weil das der Moment ist, wo man wirklich jung, Litzbäuer, nicht Litzbäuer, vom ganzen Land zusammenkommen, für einen flotten Moment zu verbringen. Und das geht auch gut, eure Prämie braucht das, flotten Moment, dafür mit den Leuten zusammen. Zu feiern. Ich bin echt ein positiv gut gelaunter Mensch. Mein Mann sagt mir, ich bin wirklich ein bisschen am Gang viel zu zählen. Mein Mann sagt mir immer, Moyes, Frey, Xavier. Psst. So, okay. Ich bin ein bisschen wie ein Tür, wo jeder so ein Diesel, Moyes, Pressing, Zeichen, für abzukommen. Alles hin. Der sieht wirklich immer gut drauf, immer. Alles gut. Einzel, wenn ich wirklich ganz viel hungrig bin, kann ich gesund zu mir machen, dass ich kein Kranzig gehe. Snickers. Es ist wirklich Seelen. Es ist wirklich Seelen, nur halt ich Kranzig. Einzel, da kann ich streng sein. Mit das nie base gemengt. Also, ich meine, du musst das Leute froh, ne? Oder mein Mann. Ich bin nicht oft schlecht. Einzel, wenn ich ganz hungrig bin, dann sieht mein Mann, Einzel, geht. Du hast hier nur auch geschwärzt, weißt du, so die Meinung von anderen Leuten. Wie die Stadt, wie war Leute so über die Schwärzen oder wie hat er da Schutz aufgebaut, wie dass die Meinung jetzt einfach ein bisschen um Lunch geht? Ja, das tut. Ich finde einfach, ich finde nicht gerne zum Beispiel, wenn die Leute attackiert, die zum Beispiel die Gotti oder meine Familie oder Leute attackiert, die nicht dafür können. Weißt du, wie der Gotti sein Auto geschrieben hat, bei Manifestationen, genau. Der Gotti hat nicht geschlafen einfach. Gut, ich habe nicht gefreut, dass ich Prämien in der Mesure hole, wie ich finde, gut, ich gerne. Ich stehe mit dem zusammen und das hier dann bestraft geht oder Kritik gekriegt, wenn ein Artikel über die Nase und da wirklich bis beschasst geht. Das ist einfach weh, weil das mir liegt für hier, weil hier wirklich nicht schuldig ist. Ich habe schon getroffen, für an Politik zu gehen. Ich wusste, dass es ein öffentlicher Beruf wäre, dass ich da auch Heinz Dolenz jetzt auf den Berg kriegen. Heinz Dolenz sind ganz Beisachen, ganz in der Gürtelin. An Heinz, du, also ich bin froh, in einem Land zu leben, wo Journalisten noch Heinz, du, aber da auch links reden, so Berge geben, weil das ein Zeichen, dass man in einer Demokratie lebt. Ja. An anderen Ländern kann ich das nicht, und ich bin froh, dass der doch hier geht als Medienminister. Aber der braucht einfach einen dicken Pelz, weil ich kriege den da einfach viel. Und hat er den von Gunnar, da hätte ich den untrainiert?
Ich meine, dass du mich dick hast. Ich meine, dass du mich dick hast. Ich meine, dass du mich dick hast. Ich meine, dass du mich dick hast mit der Zeit. So RTL auf Facebook-Kommentare, die ist aber nicht mehr, oder? Hans, du, nachher ist ja gut. Ja, hallo! Ja, das habe ich wirklich nicht mal. Nee, mein Mann hat so ein Konzert, wo er den Requiem vom Bruder gesungen hat. War super schön. Super flott. Und wo ich ganz höflich ein Video gemacht habe. Erste, also nicht den ersten, mit einem Kommentar, wo er hat gesagt, wo der Premier seine Zeit bezahlt für zu schaffen. So, was, das zählt. Das ist selbst wie bei den Kommentaren, Heinz. Ich habe schon gemerkt, dass ich, wenn ich bei RWT sind, bei ihr Englisch, so nicht, wenn zum Beispiel, wenn das Annonce merkt, um wie viel Uhr es kommt, dass ich schon fünf Minuten näher das lasse, tut Leute, die so, oh, wie schrecklich. Oder das tut wohl nicht. Und nicht nicht gesucht. Und ich habe noch nicht angefangen. Ja, ja. Da, also, ich habe eine konstruktive Kritik, das fand ich ganz, ganz wichtig. Eine destruktive Kritik, die destruktiv, weil sie. Das ist nicht gut. Mhm. Eine Kritik, eine konstruktive Kritik, indem man seine Meinung sieht, indem man sieht, hey, bitte, du warst schrott, ich nicht gern. Ich akzeptiere nicht, ich meine nicht Politik für das, was einem gefallen hat. Mhm. Ich will Decisionen, ich weiß, dass Decisionen nicht populär sind. Aber ich fand einfach, dass ein Trash wird auch als Politiker, aber jugiert zu gehen und nicht viel verurteilt zu sein. Mhm. Bei den Kommentaren denke ich mir auch so, wie sind die Leute, die so aufs Kommentar? Ich denke, du sind mir diplomatisch, aber du denkst auch mir so, dass irgend so ein Kauz in irgend Fuß am Keller sitzt und kein Wasser zu dienen hat, wie Dadlo so zu schreiben, für seine Frust irgendwie so ein Welt zu publizieren. So, okay, ja, wenn das deine Meinung ist, okay, cool, let's move on. So, wie dir so, gib mal entweder Konstruktivkritik oder gar kein. Schön, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Leute am Keller sitzen, wenn sie schreiben oder nicht schreiben. Das ist dir gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo sie sitzen. Ja, das ist eher Konfusion. Okay, ja, war nicht, ja, okay. Wie war dann die ganze Corona-Zeit für ihr? Schwer. Es sind eine liberale Primitiv. Ich kämpfe, seitdem ich klein war, für Freiheiten und nicht für Einschränkungen. Und du, ich muss als Premier sagen, hey, du sagst den nicht, du gehst mit dem nicht, du gehst nicht da, du gehst nicht da. Und du, wenn sie die zwei waren, dann einfach Gerüchte und Feld gesagt, das was einfach für Futti zu machen, was falsch ist, was Lüge sind. Und das war für mich ganz schwer. Och, was ist das zu sagen, hey, Christ, da kann man nicht zusammen feiern. Das war heavy. Tom, fährst du Motorrad? Nein, du? Nein, schon nicht. Aber wenn du Motorrad fährst, dann hat AXA die perfekte Assurance für dich. Effektiv, sie machen deine maßgeschneiderte Assurance nicht nur für dein Motorrad, sondern auch für dich als Fahrer und dein Equipment. Aber wenn du noch mehr Informationen zu der Assurance willst, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video. Wie viele Stunden schläft ihr dann so an der Zeit? Du hast bestimmt nicht viel geschlafen. Ich weiß nicht, ich gucke nicht weg. Nicht mehr. Ich werde gegen 11, 12 Uhr ins Bett gehen. Ich werde gegen 6, 7 Uhr abstehen. Geht ja. Okay. Ja. Normal, was geht da? Durch und anknüpfend. Wo die Routinen? Ja, ich mache gerne mal meinen Espresso. Ich gucke meine Mail. Ich lese die Zeitung am iPad. Wum. Hat keine Routinen, die ich nicht mehr. Militär, da? Gelift? Militär, nö. Ne? Nö. Wie hat er sich fit mit also Sport oder? Ist das nur eine verstoppte Kritik oder? Ich meine, das ist ja wichtig. Wie viel war Sport geschwärzt und schön gesund. Schön, selbstverständlich alles, was ich brauche für den Sport. Ich schon mal Crosstrainer gekauft, den als ich da lo ein Dressing gehen wie Crosstrainer. dafür und ich mal ich kaufe für das Büro, den ich dann auf die Bürobrüche ich mal durch eine Pause Platz sitzen zu gehst dann dort drüber. Und du kriegst ich meine alles mit all den Sachen die ich kriege am Jahr mit Tombola. Und du hast dann das Jahr gehabt, den hat ein Foto vom Crosstrainer gemacht und den hat der als los gesucht weil die Video nach neu. Und du findest du das viel falsch, und du warst dann zweimal schon in, ja, wir sind noch, ja, boah, dann, ja. Aber ich muss mich auf Druck gehen, ich habe keine Zeit. Das ist kein so regelmäßig Dinge für Spitzhalten, also Ernährung und die Sachen. Geht das alles? Ich müsste 8 Kilo aufholen, dann geht es mir auch besser gehen. Aber sind sie klein.
Wie ich mich grüße, wie er besser verdient. Ich meine, das ist auch zu spät. Da bin ich am Ende, dass der Regime oder der Sport, oder der Sport, also selbst der Bewertung ziehe ich raus. Da gehe ich mal Mängel. Aber dass ich, dass mich Sport oder Ernst das gewisse, ich gieße gerne dann Zeit beim Sport, das ist eben nicht was Schweres. Mhm. Ja. Ich würde eine ganz andere Frage stellen. Weil ich mich gefragt, wie viel könnt ihr am Anfang selber über die Entscheidungen desideren, ihren eigenen Abfluss drauf haben, aber wie viel können von außen, finalement? Also, ich bin sowieso Premierminister von einer Koalition, das heißt schon drei Parteien, das heißt, meine Influenz ist schon für du gemeinsam miteinander immer zu fangen bei den drei Parteien. Ich so, dann immer so ein bisschen der Kapitän an Bord, aber schön, aber mich geht für so eine tote Mensch nicht. Mhm. Wenn ich wirklich die Überzeugung sind, dass etwas falsch ist. Heute muss ich Kompromisse angehen, weil eine Koalition ist. Wenn ich überzeugt bin, dass etwas falsch ist, dann so ein Stück durch. Und dann muss ich mein ganzes Quadro bleiben. Ich meine das nicht oft, weil das verliert noch seine Kredibilität. Mhm. Wenn ich als Premierminister so ein Tote mache, man nicht, könnte nicht oft viel. Wo ich wirklich so nicht, weil das ist nicht der Esprit von einer Koalition, weil wir sind zu drei Parteien. Ich probiere immer ein bisschen dann über den drei Parteien zu sehen. Und eben auch den einen und den anderen da, zusammen zu mir. Selbstverständlich schon eine Influenz, weil ich das hier auch mal präpariere. Aber auch, ich habe auch von den Ministern ganz oft konsultiert, weil man so ein Mängst, der tut oder nicht, der tut. Und dann probiere ich in die Richtung zu bringen, wo ich weiß, dass wir einen Kompromiss finden. Okay. Und denke ich auch, Hans, so, ich gebe mir das nicht denken. Boah, ich bin so krass, ich bin Nummer 1 Mensch, ich bin Premier von Lützeburg. Ich habe mir die Frage gestellt, dann schön danke, Lalo, für kurz mal geguckt auf Netflix. Das hat auch nicht vorgestellt, wenn das Pangestell gemacht hat oder irgendein Zopf gemacht hat, aber wenn man drei Löffel da geredet hat, ist die Kanzlerin in Deutschland. Also ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt, wenn ich kache und wenn ich irgendetwas mache. Das denke ich, weil das sind fantastische Momente. Das sind eine Experience, dass ich mit dem Grand Duc alle zwei, drei Wochen zusammen könnt, dass ich für eine Chance zu tun, dass ich einer Staatschef, einer Regierungschef und hört, dass ihn zusammen guckt, ein Land zu gestalten, dass du das an Weichen zu stellen für die Zukunft von einem Land, das sind mega Responsabilitäten. Das ist nicht, dass ich Mäuse wäsche, ich schon so, ich gucke mich an das Spiel, dann ist so, es sind der Premier, dann nicht der Premier. Nein, ich habe mir die Frage gestellt, weißt du, die Kiefer ist voller Leute, die gemengt haben, die Gift leben, nicht weitergehen. Und, zwei Premier für mich, und können auch ein Premier noch mehr, und schon Chance, das noch 10 Jahre zu machen, und sind noch ganz motiviert, für weiterzumachen. Wer der Klang ist, wie stolz auf den Logo sei. Weißt du, wie ich klein war, wo ich auf den Code ging oder Diplomat? Und am Anfang, ich habe zwar die Geschichte schon noch mal erzählt, mir ist das egal, das erzähle ich dir für euch auch. Ich habe am Anfang Politik angefangen, weil ich zum Beispiel in der Primärschule keinen Spielplatz hatte. Mhm. Und Lidi Pulver, wo dem uns mein Schulbesicher kam, du hast eine Petition organisiert. Wirklich? Ja, eine Petition organisiert. Und ein Manif. Und dann kommen wir schon wichtig, wir wollen einen Spielplatz. Oh, das wird klasse, wir waren zu 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht mehr, an der Primärschule, wie wir mal waren. Wir waren nicht zu viel. Und so hat Madame Pulver, wenn der einen Spielplatz fragt, dafür ist die Politik da, da wird mir einen Spielplatz bauen. Und du wolltest Pujamister gehen. Ich weiß nicht, du bist Pujamister und du baust Spielplätze. Und das war der Witz, für Pujamister für Spielplätze zu bauen. Und du, wie ich auch Pujamister gesehen habe, direkt einen Spielplatz, wie sage ich, von der Mühe, beim Zortor, das war mein Spielplatz. Und dann ein anderer Spielplatz, mehr hat die Piratenschiff gemacht oder dann, die anderen Spielplätze, wie ich da am Gemengerot oder am Schäferrot auch war. Und das sind alles Sachen, wo ich mich wirklich engagiert habe. Als Kant, wo ich gemengt habe, aber wo ich mir gedacht habe, ich will sagen, Pujamister gehen. Das war wirklich ein Traum von den Spielplätzen. Mit 10 Jahren. Und dann nur einfach selbstverständlich andere Sachen. Und dann sind ich morgen an der Partei mit 15. Mhm. Und dann sind wir schon ein paar Jahre. Ja. Aber wie war das mit dem Thema Homosexualität bei ihr? Ich meine, wir hatten schon ein paar Leute heute im Podcast, die darüber gesprochen haben. Für die Menschen war das ziemlich schwer. Das ist nicht einfach. Weißt du, der Fall ist, wenn der schwul sieht, dann muss er das selber von dir akzeptieren. Fanny, wusstet ihr das? Ich wusste das, aber ich wollte nicht zugehen. Ich wollte selber nicht zugehen, weil ich mit der Pubertät kann, zwischen 17 und 18 Jahren, dann stellen sie sich vor, wir sehen, sie sind Passagier. Und dann hatte ich Freundinnen. Und dann habe ich mir gedacht, ich verliebt. Dann war ich richtig verliebt. Ja. Richtig verliebt. Und dann musste ich selber akzeptieren, dass dann immer, wie reagieren die anderen?
Also, ich kann mich auch, das Kollege hat gesagt, also, endlich siehst du das. Ist ich die Wurst. Ja, das ist gedürcht. Das ist nicht gedürcht. Und gut, die singen, was die beste Reaktion. Gut, die singen, Mama, sieht gut, ja, Mama, ich muss da Person, wie wir zusammen waren. Ja, wie dann? Ja, schön, ich lebe mit einer Person, also ich sehe mit einer Person zusammen. Und dann sagt Mama, okay, mit wem? Mama, es ist Javier. Sag ich, Mama, Blanc. Und sie sagt, oh, ich lebe, das Javier hat eben wie ich viel zu geschnauert, mit der ich nicht ins Gift ging oder so. Also es war ganz live positiv. Und weißt du, ich bin so nicht mehr, ich bin nicht der schwule Premier, ich bin Premier und ich bin schwul. Aber für mich ist die Sache natürlich. Und, ich habe noch kein Problem für das Sujet zu abordieren. Weißt du, wenn ich weiß, wie viele junge Leute sterben, weil sie an den Dienst gehen, weil sie suiziden oder weil sie daheim gar nicht mehr rausfliegen. Wenn sie lesen, dass sie in Uganda decidieren, dass sie verloren oder wo sie in Zimbabwe, wo sie decidieren, dass sie Männer kastrieren, wenn sie schwul wären. Sonst war das nach einem weiten Weg zu gehen. Und schon noch zum Beispiel mit meinem ungarischen, wenn man auch mal einen Butik hat, weil der gesagt hat, dass er nicht mehr auf der Tele, die über Homosexualität schwätzt. Und das geht, weil in Modern Family geguckt hat, schwul gehen oder irgendeine Serie geguckt hat. Das heißt, das, ich fand traurig, weil das kein Schwer. Also, schwul sind das kein Schwer. So wie Schwarze kein Schwer ist, wie Jut sind, Musulman. Das ist so. Ja. Mit der Gegend der Person ist es schwer. Ja. Und der Gegend der Person, das bekämpfen nicht. Weil wir sind, wie wir sind. Wir sind so, wie wir sind. Und wir dürfen nicht anders das müssen auftreten, für einen anderen Gefahren zu machen. Kein. Egal, wo wir können, egal, wie ein Ausgesehen, egal, wie ein Religion hat, wie, das ist ja schrecklich. Das, wenn man bedenkt, dass 10 Millionen Juden umbrücht gehen, weil sie Juden wären. Das ist durchgegangen, für das Nazi in Juden umbrücht hat. Also, das ist verrückt. Verrückt, wenn der Tapach dort gesehen. Weil Leute schwarz waren und sie nicht an den Bus klammern, sie nicht von der Bus. Es ist schon Chance, dass ich an einer Situation lebe, wo man einfach die Toleranz für mich groß ging. Aber ich will mich daran erinnern, das heißt Lützburg. Für rund 50 Jahre eine Frage, kein Bankkonto selber machen konnte. Für 50 Jahre? Krass. Ja. Schüsse als Beispiel. Von der, wie geht ihr da von den anderen Ministern so abgeholt? Aus deinem Thema oder schätzt du darüber? Ja, gerade ja. Von mehr konservativen Ländern auch. Ich hatte nicht gezählt und das geht Spaß und etc. Wie Viktor sein Gesetzvorschlag gemacht hat, an Ungarn für dort Gesetz zu ändern, dann hast du es gekriegt. Ich habe wirklich während 8 Minuten über meine persönliche Erfahrung gesprochen. Dann habe ich gesagt, hey Viktor, was soll die Das wohnt doch nicht, was zu Budapest. Aber was soll denn, den du wo wohnt am Land oder überall, wo es allein spielt, wo keiner so was findet, wo man keinen kann drüber schwätzen? Was soll denn, wie soll denn das können leben? Wie soll seine Familie reagieren? An den Druck, den es stoppen muss. Und dann habe ich meinen Satz abgehauen, an dem ich so, Victor, kannst du dich erinnern, 4 oder 5 Jahre, wo ich beim Gutjahr mit dir zusammen zu Budapest gehst? Victor hat mich geguckt, so, ja, so, ich erkenne dich nicht mehr. Dann war ich fertig. Und wo ich tue den eine Mikroere fliegen. Eine Mikroere fliegen. Und ich habe gesehen, dass es niemand mehr leise war. Und weißt du, ich kann mich erinnern, noch als junger Deputat, da sind ich gefragt, für einen Ries zu machen, für die Chamber. Und da habe ich gesagt, hey, an dem Land wollen sie unsere Schwule nicht gehen. Ich kann da nicht sagen, dass, weil der Gute ist mitgegangen, wir müssen gerade bezahlen, dann tut die Quantität, wo es mit der Schamba, wo ich Partner invitieren konnte. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach dafür abkomme. Und der Gute erklärt, für den Organisateur wird es besser, wenn ich schreibe, dass der Gute mein Assistent parlementaire wäre. Das habe ich geliebt. Ich habe geschrieben, Partenaire. So, ich schreibe, wenn ich liebe, Assistent parlementaire. Und ich habe gesagt, ich hätte lieber den Ruf, schwul zu sein, wie mit dem ganzen Personal ans Bett zu gehen. Und nicht gerutscht. Ich habe gesagt, ich hätte lieber schwul, wie mit dem ganzen Personal ans Bett zu gehen. Und dann ist es geil. Ja. Das ist traurig, weißt du, dass man es noch justifizieren muss. Ja, was war der Grund, dass du in Ungarn für was du das machen wolltest? Ich meine, politische Zwecke. Weißt du, es sind verschiedene Leute, die probieren, Profit abzuziehen, an dem so beschlagen. Und das meine ich nicht.
Mhm. Und nun kann das dafür durch, für zwar die Familie zu protegieren, für die Jungen zu protegieren vis-à-vis von der Homosexualität. So hieß der Text. Mhm. Dafür dürfen wir nicht drüber schwätzen. Ich fand das traurig. Dass ich fand, es sind die Nächsten, die sehen, hey, die Jungen müssen wissen, dass es verschiedene Sexualitäten gibt. Sie müssen wissen, dass es verschiedene Religionen gibt. Ja. Dass es verschiedene, dass Moral gibt, dass das Suizid gibt. Ich will nur keinem Angst machen. Wenn ihn als Junge nicht weiß, dass ihn aber auf der Welt andere Sachen hat, mhm. Ja. Muss ihn dann abgemerkt kriegen, ganz oft. Also nicht abgemerkt kriegen, aber geholfen kriegen, ja. Auch für sich die kritische Meinung dann nur können sie selber zu holen. Mhm. Ja, edukiert gehen, open kommunizieren. Open kommunizieren, dann nur die und deren Charakter. Wenn ihr nur ein Extremist seid, dann von der Überzeugung, also, wir werden nie eins gehen. Und ich werde dich immer erklären, für was da Unrecht tut. Mhm. Ich muss dich respektieren. Mhm. Nein. Ich muss dich respektieren als Mensch. Mhm. Meine Idee werde ich bekämpfen. Mhm. Bekämpfen. Mhm. Ja. Bis mein letzten Atem werde ich sie bekämpfen. Wie das nicht darauf hindert, dass ich soll schlagen oder tot machen. Ja. Die sind als Mensch, die der Idee, mich werde ich bekämpfen, solange ich Energie habe. Sind ich nicht schüss zur Info. Ja, und dann muss ich so erklären, du musst Flickflock, du musst so sagen, Spuck der 20 Klimmzüge, ich kriege keinen 2, also wie ist das Ding schon? Calisthenics. Ja, weil er für den nicht verstanden hat, Calisthenics, weil er. Flickflock. Und Karate, also schon. Du hast gesehen, ich sehe euch, ja. Ja, wie hast du die Termination, der Bodyguard heute bei euch? Ja. Das hat man da rausgeschnitten. Aber, wie hast du das immer begleitet? Hast du schon ein Caps geschieht? Ja? Ich gehe nicht in Detail, aber du fährst die Polizei immer bei mir. Okay. Und wenn dir Kehle spielen geht? Auch? Ja. Und nervt das dir schon, dass du das mittlerweile? Sie sind nachher bei nicht so. Und nein. Sie sind ganz fein, aber das wird nicht für mich, dass wir uns da funktionieren. Mhm. Dass der Premierminister, das ist nicht das HW Bittl, dass wir den Premierminister zu protegieren, das funktioniert. Das ist nicht ich selber. Aber tatsächlich, wenn ich mit einem Mann nirgends wusste, das ist schon, was er fällt, ist das, wenn er nupst, die zwei Polizisten, sie wissen aber, mit Distanz, ich hoffe, sie sind ganz professionell und sie sind ganz ruhig, dass sie holen. Uff. Ja. Und ich meine, dass der Grand Duc kein Gewohren kann. Mir und der Podcast haben von gut gefangen und war das Ziel, dass der Grand Duc ein KI kennt. Ich meine, dass der gibt ein KI kommen. Der Grand Duc hat normalerweise eine Reserve. Also ich rekommandiere den Grand Duc nicht zu invitieren, sondern ich kann sagen, weil dem Grand Duc seine Funktion ist, dass er über die Politik und auch keine Meinungen normalerweise soll zum Ausdruck bringen, weil der Grand Duc muss ja über den Debatte stehen. Er kann ich zum Beispiel nicht das ganz engagiert wird, weil dann so Sachen, alles was politisch ist, muss ganz neutral sein, weil kann ja nicht viel, was dann nur gemerkt werden, dass zu viel für die Blut, zu viel für die Rot, zu viel für die Schwarze, zu viel für die Orange, die gestreift oder die gepunktet. Er kann über Religionen, über so Sachen, der Grand Duc muss neutral sein, weil er repräsentiert das ganz Volk. Mhm. Und dafür gebe ich jetzt rekommandieren, auch rekommandieren ich immer, dem Grand Duc so Mann wie möglich interviewen, auch zu gehen, weil es eben immer der Risiko dann noch ist, außer zu den Projekten, und später ist es Projekt, wir tun dann noch immer der Risiko, dass dann der Grand Duc als Spielball benutzt wird von der Politik. Nee, aber das ist nicht gut. Wir gehen nicht über Politik. Ja, aber einfach nicht mit die Vertrauen, ob das gut ist. Das ist nicht mehr in der Gesundheit. Nein, wir einfach so, ich persönlich kann lernen. Das wäre aber so interessant für die Leute. Ne? So, weil wir sind nicht... Ich soll den Grand Duc auch die Institution protegieren und evitieren. Und, das ist noch ein letztes Argument, weil Sinn und Zweck von unserem Podcast ist, ja effektiv gerade nicht politisch zu gehen. Da tun sich auch schon viele darüber aufgeregt, aber das ist am Anfang wirklich die Person, handelt der Politik, handelt der Kunst, was auch immer, kennenzulernen. Wir probieren weiter. Dementsprechend probieren wir weiter. Geht ihr am Anfang gerne so auf Eventer, also Interviews, so Sachen wie das heute? Heute noch so flott. Merci. Ja. Das ist ja so eine Chance. Ja. Nein, heute noch so flott. Ich meine, das gehört auch zum. Das ist ja wichtig, wenn ich vor allem wenn los an der Wahlkampagne für Ideen auch zu verbreiten, für zu erklären, für wer die steht, für wer die kämpft. Das ist ja auch wichtig. Und es sind Menschen schon Kontakt, ich habe schon Kontakt, die man es gerne. Und ich finde. Der Besuch von einem Mäwe, ich gehe nicht, also ein Cocktail hängt den Schnitt. Also, da kann ich direkt so dafür ein Cocktail stundenlang stehen zu bleiben. Und nee, Smalltalks, ich finde, das heute habe ich gerne einen flotten Abend mit Kollegen, ein gutes Flasch Wein,
ein Singstar. Und, Sachen, die sieht aber tendenziell definitiv extrovertiert und nicht introvertiert. Ja, total, ja. Mein Mann geht furchtbar näher. Ich habe schon gefunden, dass er nicht gerne Smalltalk oder Cocktail oder so Sachen macht. Mir vielleicht auch zu viel. Nee, ich würde gerne Zeit, ich würde nicht gerne so Smalltalks, wo ich dann 30 Sekunden mal denke, schwätze. Ja. Okay. Ich würde gerne eine Diskussion, wo ich ein Sujet, Verb und ein Kompliment habe. Aber wo ich ein Sujet kann haben, wo ich auch mal denke, kann ich changieren, verdäven. Und das kann ich nicht um so einen Platz machen. Ja. Ja. Und da geht die ganze Zeit in der Bracht und schläfe dann erst mit Kollegen, wo ich zu 6, zu 8, zu 10 ist. Aber wo ich durch ein flottes Gespräch mache, denke, nur ein paar Längs jetzt kann kann haben, wie ich etwas, wo ich dann nur 300 Leute beginne und dann nicht mehr weiß, mit wem ich über was diskutiert habe. Ja. Ich persönlich schon zum Beispiel auch viel lieber Gespräche zu 2, zu 3 oder zu 4 wie zu 10. Ja, du gut, ihr seht das doch immer, wenn ich immer gerne essen, also Barbecue machen, wo ich dann mehr Leute habe, dann so, nee, echt, so viel wert. Weil da kann ich doch immer schick für einen Schwätzen. Ja. Drüber ist schon nicht kompliziert. Was ist der Sinn vom Leben? Sich bewusst zu sein, dass ich eine Chance habe zu leben. dass ich, wenn ich noch die Welt kann, kondamniert, als ein zu sterben. Und dafür sich Zeit holen, für Zeit zu verbringen mit Leuten, wo es eine Bereicherung ist, eine persönliche Bereicherung, eine Experience. Und wenn ich eine Chance habe, schön die riesige Chance, und ich weiß, dass das nicht steht für den Fall, dass ich eine Chance habe, dass ich mir so in der Gere schaffen gehe. Das kann ich nicht mehr nicht für einen wünschen. Ja. Ich habe eine Chance empfangen, ich kann ganz ehrlich sehen, das ist ein Drama. Sie muss früh für dahin vorzugehen, für schaffen zu gehen. Und sie muss früh heimzugehen, für mein Gut in den Rücken zu fangen. Ja, gut. Ich kann nur nicht verhängen, das wünsche. Ja. Dann hast du Christ zu. Ja, das war. Aber stell dir so froh, wie war das der Sinn vom Leben noch an zu selber? Oder? Oh, nein, oh, also meine Schwester ist Psychologin, das geht durch. Okay. Also, wenn, also, pardon, Schwester, wenn du so guckst. Aber dann fand ich froh, sich über alles zu stellen. Also, weil meistens finde ich keine Antworten auf alle Fragen. Aber wenn ich zu viele Fragen stelle, dann denke ich, selber geckig. Mhm. Und dann so, ich stelle mir viele Fragen. Wenn ich weiß, dass ich keine plausible Antwort werde, dann vermeide ich mir Fragen zu stellen. Okay. Aber wirklich ganz rational, ja. Gut. Ja. Oder ein paar Tipps an junge Leute, die entweder allgemein Tipps oder für Leute, die wollen an die Politik gehen, das ist natürlich traue vielleicht. Also, das Engagement ist wichtig. Das Engagement ist als wichtig an einer Partei, wenn ihr daheim so sitzt und nicht mehr meckert. Also, all die daheim sind, also die Jaka, ich kann das genug. Jaka, Jaka, Jaka. Oder das ist alles schlecht. Mit dem wäre es besser. Und da kann ich just den Leuten rekommandieren, sich auch zu engagieren. Das ist mir egal, auf einer Partei. Also, bei mir ist das am meisten. So ist es an einer Partei, sind, wie das die Väter sind, sich engagiert, weil ihnen dann einfach Sachen will bewegen. Das ist etwas für mich wichtig, dass Sachen will ändern, Sachen will bewegen, Sachen will besser machen, Sachen will weiterbringen. Da ist das erste. Ich habe eine Partei gefragt und ich habe meine Experience mit anderen Pulver. Wie gesagt, das war mein Spielplatz. Das war schon ein gutes Präjugé favorable mit einem neuen Programm. Weil am Anfang eine Partei, die ist, egal wo ihr könnt, egal was ist, dass ihr einfach die Leute probiert und die Chancen zu geben, für am Leben dann noch erfolgreicher zu sein. Dann dürfen wir dann eben noch die Reconnaissance zu haben. Aber auch ein sozialer Seite. Also, da wünsche ich mich bei mir an der Partei wohl gefühlt. Und ich kann just den Jungen sagen, dass er nicht mehr ein Leben hat. Und ich will nicht falsch verstehen gehen. Ein Beruf ist dann nicht etwas für 2-3 Jahre. Das ist etwas für 30, 40 Jahre. Und ich kann nicht mehr just etwas rekommendieren, dass das egal was das ist. Es gibt keinen Beruf, es gibt keinen dummen Beruf. Es gibt viele dumme Leute, es gibt keinen dummen Beruf. Weil die Leute, die sind für einen dummen Beruf, sind dumme Leute. Weil du hast die Möglichkeit, ein Frieden zu haben, an dem, was du möchtest. Und das kann ich nicht mehr rekommendieren. Und ich habe nicht mehr ein Problem, wenn Leute mal sagen, ich bin froh, wenn mein Fies geht oder mein Durchstag geht. Froh mal, was du fies oder was du durchstag will. Weil
Das lang feiert schon lang schaffen können, wenn ich gar kein Fried hat, muss ich da zu gehen. Und du sagst, wichtig, die Formation zu holen, und dann ein Kurs, ein Gruß, ein Handfähig, egal wer das, Doktor, ein Bauer, alles, wie die Fried, die nicht. Ich habe für ein kurzes Match nicht, dass ich sage, ich habe einen jungen Bauer gesehen, mit einem jungen Bauer, der keinen Fried in seinem Beruf hat, mit dem ist besser, mich da besagt. Ein Enseigner, der nicht gerne seinen Beruf möchte, mich da hat eine Katastrophe bei den Kindern. Du sagst, die muss die Passion haben, von dem, was er macht. Und du sagst, es gibt keinen dummen Beruf, es gibt keinen dummen Arbeit. Es muss nur Satisfaction haben. Ich meine, es gibt aber viele Junker, die nicht wissen, was in Frieden macht. Ja, das ist nicht so wie einfach, kann ich das finden? Die Passion zu finden. Ja, ich habe die Chance, dass ich seit langem wollte, wie gesagt, Diplomaten dafür gut gehen. Aber wenn du nicht wissen, dann bist du schnuppern. Ich habe dann auf größere Vakanz und nicht mehr geschafft. Ich habe nicht mehr geschafft. Und von einem, Boutique, ich war in einer Bar, ich war an einer Bank. Das hat mir eigentlich gefallen von den drei. Das war einfach flott. Du hast die Vakanz nicht immer geschafft. Immer geschafft. Ja. Und du hast gesehen, dass das wieder nach mit hat. Das wisst ihr, dass das in die Fried hört. Ich gucke da so ein bisschen, das lohnt man Podcast zum Beispiel. Das ist kein Riesen, das ist kein Beruf. Aber das ist auch ein bisschen so, ich habe schon von vielen Bekannten hören zu hören, so, ah ja, die könnt das besser machen, ne, gewischt mal, das wird besser. So, und dann denke ich mal. Das sollen sie machen. Voilà. Ja, das sollen sie machen. Dann denke ich mal so, ja, dann mach du es. So, wir gehen das viel mehr, wissen, wir wollen das gut abzählen, wir wollen wissen, was Lützburg zu bieten hat. So. Wir machen das nicht, also Studien nehmen das ab, ich so, mach das besser, mach das besser. Ja, wir sind sowieso nicht. Wir sind sowieso nur mal hin. Ja, offiziell. Leute gewählt. Leute geschwart. Mit all Respekt. Seid dort, wo ihr ein Passion, die jetzt mehr hat. Habt ihr immer gerne Radio gemacht oder mal Podcast gelauscht? Au contraire. Habt ihr immer gerne gespürt? Nein, eben nicht. Wir sind von uns echt introvertiert, Leute. Wir sind von echt. Wir wirklich nicht mehr. Wir dürfen immer Gast. Ja. Da geht man 2 Minuten schwätzen, da wäre es gut. Nein, nein. Wir sind von Leuten, die uns viel interessieren. Ich hätte gehört zu ihrer Therapie, das heißt. Ja, genau. Das ist Therapie für uns. Effektiv, wir lauschen gerne nur und interessieren uns für Leute. Du wärst also Guest-based Podcast am Anfang für uns ganz interessant. Wir gehen nur niemals zu zweit laufen. Voilà. Genau. Ja. Und du brauchst eben dann eine gastige Schwätze und da freuen wir nur. Wir gehen nur niemals eine Stunde lang schwätzen. Das geht für mich schon ein bisschen dünn, Leute. Ja, der versteht. Ich verstehe ganz gut. Ja. Seit wenig hast du. Ja, ihr beschließt da. Genau, du hast alles verstanden. Ja. So, wir haben dafür auch eine Rubrik, an der es den letzten Gast, den ich war, das war Navlo, das ist der letzte Boyer Musiker. Schau dir, Navlo. Ja. Den hat ein Froh und den nächsten Gast gestellt. An der war. Was war dein witzigster Fan-Encounter? Fan-Encounter, der Tisch, wo ich. Ja, mal auf der Stroh so einfach. Get it, du Apps. Schuhkackfan. Na, wie du? Nee, wie denn? Du kennst an mir von Gast. Nö, schon. Die coolste. Nee, ich hatte schon ganz penibel Situationen. Ja, okay. Ich hatte schon ganz penibel Situationen, wie ich gemerkt habe. Ich bin mega Mama gehabt. Ich bin mega Mama gehabt, ich viel gestanden zu sagen. Mama, das ist den an den. Und sie guckt immer, ich sage, nee, ich sage nicht. Das war schon geschieht. Das war schon viel, das ist so lange. Das hätte ich schon so drauf. Und natürlich hat die Antwort. Wie sie da rauskommen. Der hat gelacht. Ich wusste nicht, wie wir machen. Heute hatte ich eine Kokass-Situation. Ich dachte, dass schon viel kommt, dass diese Kokass-Situation. Der Gute hat mich in einer erinnert, wie kurz für meinen Geburtstag. Ich wollte meine Überraschung machen für meinen Geburtstag. Für 8 Jahre. Ich war am Kap Verde, bei einer Visite offiziell. Und sind am 3. März zurückgekommen. Ich war schlecht, ich hatte Hals weh, ich hatte Kopf weh, ich hatte... Und ich komme jemand, der sagt, ja, wie geht es? Ja, das ist schlecht, ich gehe ins Bett. Und dann, ich gehe ins Bett, und ja, ich schließe mit. So, für den Geburtstag, also, ich meine, der Wecker, an 2 Stunden, da komme ich rauf, bis 4, 7 Uhr, von 5 Uhr, ich war gerade gelandet. Da komme ich rauf.
Pyjama. Und ich falls ich nicht dünn, du. Nee. So, ich dachte, bist du nicht. Nee. Bleib noch ein für den Geburtstag. Und ich geschaut, und hat 50 Kollegen von mir. Und ich war im Pyjama. Ich war schon so am Bett gegangen. Und jetzt ist die Situation, so eine Situation, die er lebt. Und ich dann so, ich weiß nicht, was ich so mache. Soll ich dann überlegen oder nicht? Dann ist er besser gegangen mit. Das ist eine Situation, die. Und der ist die Lüge da aber. Ja. ja, schön schlappen ausgedünn, alle Pyjama ausgedünn. Schön, Vater findet einen Drop vor. Und du hast gegangen. Ja. Das ist eine witzige Situation. Kaffee getrunken. Ja. War sehr froh dann in der nächsten Gast, du dir schon ausgedünn. Du wirst gar nicht wen das. Nein, das ist die Wahrscheinlichkeit. Aber dann auch fett von die Kokass-Situation, die ihn erlebt hat. Okay. Ja, das geht. Also die könnten Gast zu direkt stellen, dann kam Kamera. Ja, voilà. Also mein Frau, als fährt wo die Kokass-Situation, die da erlebt, hat, wo der wirklich, schön ist dazu erklärt, die, also zu matt gedehnt, mit irgendwo mit bin ich wie die zwei. Matt, da komme ich so, Mama, hi, ich kann dafür den Dutten, das kannst du schon so lang, dass den, den Solo, der Paul Schmidt, und meine Mama, ah, bonjour, Herr Schmidt, ja, nee, ich bin aber den Alain Berner, und so zum Beispiel. So, ja. War denn Wischperson oder so, Kollege? Das ist egal, ich will nicht drüber, das da, ja. So schon bin ich genug. Okay, das geht. Haben wir noch jedenfalls Themen, die dir gerne umschätzen wollt, wo man nicht thematisiert? Nee. Schön, ich wieder gesagt, also dass Toleranz als wichtig steht, man wieder vorgestellt wird, meine Homosexualität, das ist Leute, sollen wissen, dass sie eh leben hin, dass sie leben sonst nicht schummeln, wenn sie ernst das sind, egal, was einem steht. Weil am Anfang ist halt ernst, weil auch normal, also das Normalität, wir können ernst sind, wenn es so ein ernst ist, dass egal, die können der hohe Mauer. Gefärbt, rasiert wird, das einfach, dass er nicht jugiert geht, ob etwas. Es gibt kein Müll, wir sind einfach schon erstellt, wie wir uns erwischt. Das ist schrecklich. Ja. Dass wir eine tolerante Gesellschaft haben, weil der Behalten zu Lützburg. Und das ist die Verein, die selbst Fried hat, ob der Rebisch oder private Momente, die mich schwer sind, das steht fest, soll noch nicht verstoppen. Das ist aber grosso modo in Frieden im Leben. Noch ein ganz klein Last froh. Die darf nicht mehr ja nein sagen. Die darf nicht mehr ja oder nein? Ja. Bleibt, das habe ich bitte, der Premierminister nur die nächste Wahl. Ja. Also, was Leute wollen, wie ich durch das ja. Wenn es nicht mehr ja oder nein, die werden für ein, es sind voll motiviert, für weiterzumachen, schön die Energie. Aber wenn die Leute wollen, wie ich, ja, es sind auf jeden Fall voll motiviert, für weiterzumachen. Aber ob es der Fall ist oder nicht, dann entscheidet es nicht. Dann entscheidet die Wähler. Mir auf jeden Fall Lust, ja. Perfekt, cool. Schlusswort. Vielmals merci für die Nullleiter, vielmals merci für die Zeit. Ist so nicht, merci. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächstes Jahr. Ciao. Tschüss.